In diesem großen Salon werde ich eine Silvesterparty vorbereiten für die Hotelgäste. Es ist auf jeden Fall pink und rosa. Da muss man wahrscheinlich auch ordentlich blechen, um hier übernachten zu können. Der Vivo ist ja auch da, der arbeitet auch hier, nicht nur Chanel. Moin Moin und herzlich willkommen auf Spiel mit mir, Ads und Games. Und herzlich willkommen zum letzten Tag des Jahres 2023. Und das möchte ich nochmal in Tokaboga beenden mit einer Silvesterparty im neuen Hotel. Aber ich mache nicht nur eine Silvesterparty, ich werde einfach das komplette Hotel füllen, weil das habe ich bisher noch nicht getan. Das hatte ich ja, als es rauskam, versprochen, dass ich nochmal ein Speedbuild machen möchte, wo ich das komplette Hotel einrichte. Und das werde ich heute tun. Also, hier werde ich in diesem großen Salon, sage ich mal, werde ich eine Silvesterparty vorbereiten für die Hotelgäste. Vielleicht sind die Gäste ja auch deswegen da. Und mit dem Rest vom Hotel werde ich mal schauen, was ich da noch mache. Also dieser Raum hier ganz links, da bin ich mir noch unsicher. Vielleicht wird das eine Garderobe oder eine Hotellobby oder sowas vielleicht noch. Das könnte ich mir auch vorstellen. Und dann natürlich die oberen Stockwerke sind dann natürlich dafür da, dass die Hotelgäste dann auch nachher irgendwo schlafen können. Also da werden dann die Zimmer eingerichtet. Ich werde mich nicht nur auf die neuen Möbel beschränken. Also, ich glaube, das wäre da ein bisschen wenig. Ich schaue mal, was ich sonst alles noch rausholen kann aus dem Inventar. Und ihr seht das ganze Einrichtungsvideo jetzt im Schnelldurchlauf. Also, nehmt euch irgendwas zu trinken, macht es euch gemütlich und schaut einfach dabei zu mit ein bisschen entspannter Musik. Und dann sehen wir uns, wenn ich fertig bin. Viel Spaß! Thank you.
Hallo und herzlich willkommen im Schwanhotel. So habe ich das mal genannt, weil es sehr viele Schwäne in diesem Hotel als Gegenstände gibt. Und ich finde, das ist eigentlich ganz schön. Oder vielleicht sogar das Schwanensee-Hotel. Das Hotel zum Schwansee. Herzlich willkommen. Sie möchten bestimmt zu unserer Silvesterparty einchecken. Natürlich, wir haben alles vorbereitet, aber gehen Sie doch erstmal auf Ihr Zimmer. So ungefähr könnte das hier klingen, wenn man eben in dieses Hotel hier eincheckt. Hier haben wir erstmal die Lobby unten mit sehr prunkvoller Dekoration. Diese großen Schwanenlampen, die hier sind, die Kronleuchter, riesig. Hier haben wir eine etwas unzufriedenere Pagin, würde ich mal sagen. Vielleicht erkennt ihr sie. Das ist Chanel. Die habe ich mal für ein anderes Video. Ich erstelle Klassenzimmer-Charaktere in Tokabuka. Und Chanel arbeitet jetzt anscheinend hier im Hotel. Warum nicht? Hat auf jeden Fall gar keinen Bock drauf. Dann gehen wir mal weiter hier zum... Wie nennt man das? Das ist ja nicht die Lobby. Da, wo man eincheckt. Ja, hier haben wir einen sehr wichtigen Mitarbeiter. Diese süße Katze, die gab es als Gratisgeschenk bei Tokabuka. Und auch ein sehr wichtiger Gast hier. Eine süße kleine Maus, die endlich mal Urlaub machen will. Hat sogar ihren großen Koffer dabei. Warum nicht? Dann gehen wir weiter hier in einen erweiterten Warte-Lobby-Bereich, wo man sich ein bisschen aufhalten kann. Ist auf jeden Fall sehr voll hier, aber vor allem im Winter kann man sich hier schön am Kamin auf dem Sofa ein bisschen wärmen. Hier drüben rechts gehen wir zur Silvesterparty, aber die findet ja noch gar nicht statt. Es ist ja noch tagsüber, deswegen erstmal ab aufs Zimmer und sich fertig machen. Und hier sind wir nun im zweiten Stock. Und hier hat eine nette Familie eingecheckt mit kleinem Kind. Und genau, ist ein nettes kleines Zimmer. Ein Badezimmer ist auch da. Natürlich hier noch mit kleinem Töpfchen bei der Toilette. Die haben auch einen Safe. Ich finde das hier eigentlich ganz schön gestaltet mit der Pflanze hier drin. In diesem Bogen, der in die Wand eingelassen wurde. Finde ich hübsch. Ich habe das hier alles mal ein bisschen eher in dem Grün, Grau und Goldbereich angelegt. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch ein weiteres, eher minimalistisches Zimmer. Ist nicht ganz so groß, vor allem das Badezimmer ist ziemlich klein hier drin. Kennt ihr vielleicht aus Hotels? Ich war schon mal in einem Hotel, da konnte man sich im Badezimmer kaum umdrehen. So ungefähr ist das hier auch. Dafür ist es auch nur für eine Person gedacht. Und dafür gibt es aber auch einen großen Balkon, wo man sich entspannen kann und auch einfach mal hier in den Whirlpool kann. Und dann ist es vielleicht okay, dass das Zimmer an sich nicht so groß und voll mit Dingen ist. Und nun kommen wir auch zum dritten Stock. Denn hier gibt es natürlich auch noch ein sehr großes Zimmer auf der rechten Seite. Die sogenannte Honeymoon Suite. Das sollte ich vielleicht nochmal ändern hier. Ja, so, schon viel besser. Hier haben wir die Honeymoon Suite oder die Flitterwochen Suite. Für Leute, die ein romantisches Wochenende hier vielleicht im Hotel verbringen wollen, die vielleicht auch geheiratet haben, vielleicht auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall pink und rosa und voll mit Rosen. Und ja, genau, so ist es hier eingerichtet. So haben sie sich hier auch angezogen. Ich finde, die beiden passen da perfekt rein. Das Badezimmer ist auf jeden Fall ein bisschen größer als das bei den anderen beiden Zimmern, die wir hatten. Generell ist das hier eigentlich ziemlich groß. Also da muss man wahrscheinlich auch ordentlich blechen, um hier übernachten zu können. Und noch ein bisschen mehr Artikel hier alles mit dabei. Noch Bademäntel, dann hier noch, keine Ahnung, Hygieneprodukte. Auf jeden Fall viel Platz, um sich hier wohlzufühlen und ein schönes Wochenende zu haben. Auch mit noch Balkon hier hinten. Und dann auf der anderen Seite auf diesem Stockwerk, oder beziehungsweise hier sehen wir auch nochmal, der Bibo ist ja auch da, der arbeitet auch hier, nicht nur Chanel. Und der bringt hier anscheinend gerade was zu essen zu dem Paar hin. Und vielleicht sollte er hier auch mal ein bisschen aufräumen. Aber vielleicht ist dafür ja auch jemand anderes zuständig. Was ich übrigens sehr cool finde, es gibt hier für Crumpets auch noch so ein kleines... Ah, natürlich. Das ist das Hotelzimmer für die Maus, die ganz unten eincheckt. Hier ist ja auch Käse und sowas. Ist natürlich nicht so schön, dass sie dann hier an dem ganzen Müll und den Sachen vorbei muss. Bibo, räum auf. Und dann kommen wir jetzt hier nach draußen in den Poolbereich. Da tummeln sich auch schon Gäste. Das ist einfach schön hier, würde ich mal sagen. Also, hier kann man sich auf jeden Fall auch schön entspannen. Hier kann man in den Pool gehen oder sich einfach auf eine Liege legen. Die Aussicht genießen, vielleicht sogar ein bisschen tanzen zur Musik. Warum nicht? Dann wird es auch langsam schon dunkel. Und dann
erleuchten hier die ganzen Laternen und Lampen nochmal. Und sehr cool finde ich auch diese Poolkugeln, die auch einfach Lampen sind im Wasser. Die gefallen mir besonders gut. Und wenn es dunkel ist, heißt es natürlich, es wird Zeit für die Silvesterparty. Und da schauen wir doch jetzt einfach mal vorbei. Und wir kommen jetzt endlich zur großen Silvesterparty hier im Salon. Und ihr habt es natürlich gerade schon im Speedbild gesehen. Aber hier haben sich jetzt auch unsere Gäste so langsam mal eingefunden. Hier haben wir auch noch einen netten Koch. Vielleicht heißt der Sanji, wer weiß. Und der hat hier auch alles schön vorbereitet. Diese Gästin hier hat sich auch schon ein Sandwich direkt gegriffen. Hier wird sich auch schon ein Glas genommen oder auch... Hier an dem Tisch gibt es noch Kaffee und Tee. Hier kann man Saft pressen. Falls ihr es in meinem Hotelvideo, in dem Update-Video noch nicht gesehen habt, ich liebe diese Saftpresse und was man hier alles auspressen muss. Ich habe viel zu lange damit mich befasst, was ich alles auspressen kann. Schaut auf jeden Fall rein. Es ist ein, sage ich mal, zu großer Teil für das Video, wo ich einfach nur Dinge in die Saftpresse packe. Aber es hat Spaß gemacht. Und der gute Ruffy bekommt jetzt nämlich auch einen leckeren Saft. Und dann haben wir hier noch... Oh, bevor wir da hingehen, erstmal nochmal überhaupt, ich rede über die Deko. Genau, ich habe mich hier nämlich dafür entschieden, alles ein bisschen weiterhin mit dem Schwanmotiv zu machen. Und bin dann Richtung Schwansee gegangen. Ich wollte das so ein bisschen implizieren. Einmal natürlich nochmal hier durch die Schwantapete, die ich ja auch in einem Zimmer oben hatte. Und dann den Boden blau, wie quasi den See. Und dann haben wir hier natürlich auch nochmal ganz groß diesen wunderschönen Wasserspender. Okay, so, dann hatten wir genau hier nämlich nochmal... ich finde diese Vorhänge auch voll schön. Die kann man auch nochmal ein bisschen zur Seite ziehen oder auch anlassen. So, ich mag, dass die so durchsichtig sind. Und die Vorhänge hier oben auch nochmal mit dem Glitzer passen auf jeden Fall auch gut zu Silvester. Und dann haben wir hier ganz hinten nochmal noch einen weiteren Special Guest, nämlich diesen singenden und Piano spielenden Hund. Und da freut sich unser vielleicht Ehepaar, vielleicht auch einfach nur so, ob bei einem romantischen Wochenende Barbie und Ken, nenne ich sie mal, sehr, die tanzen zu dem, was auch immer der Hund gerade so von sich gibt. Denn dieser Hund kann Klavier spielen und singen. Ihr hört es nicht, ich höre es nicht, aber es muss gut sein, denn alle sind hier super happy. Und dann ist es auch schon bald Zeit für den Countdown und dann ist schon das Jahr 2024. Seid ihr schon bereit dafür? Ich eigentlich schon, weil es ist letztendlich auch nur einfach wieder ein neues Jahr. Und wir werden sehen, was so alles im Jahr 2024 passieren wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein ganz frohes Silvesterfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Tschüss!